Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich grüße euch. Vielleicht hast du schon auf den Postkarten gesehen Folgendes: Ich wünsche dir. Und dann stehen viele Wünsche, zum Beispiel am häufigsten kommt vor: Ich wünsche dir Gesundheit, ein unbeschwertes Leben, langes Leben, viel Sonnenschein, ich wünsche dir viel Erfolg und so weiter. Die meisten Wünsche sind beschränkt auf den äußeren Menschen, auf die Umstände, die es gut mit uns meinen sollen. Die wenigsten wünschen etwas für die Seele, für unseren inneren Menschen. Schaut mal, was wir in der Bibel vorfinden. Johannes, der Apostel, schreibt an Gaius. Das finden wir in 3. Johannesbrief ab dem 1. Vers. Der Älteste an Gaius, den Lieben, den ich lieb habe in der Wahrheit. Also der Apostel Johannes war schon selbst im hohen Alter und er schreibt an einen Bruder, den er wirklich von ganzem Herzen lieb hat. Also diese Liebe ist auf dieser Wahrheit beruht. Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist. Wenn dieser Satz zu Ende wäre, würden wir sagen, was ist hier besonders? Das wünschen doch alle Menschen, auch ungläubige Menschen wünschen einander alles Gute, Gesundheit, langes Leben. Und das würde hier genauso passen. Was macht aber diesen Wunsch so besonders? Das sind die nächsten ein paar Worte. So wie es deiner Seele gut geht. Also, Johannes beobachtet diesen Menschen und merkt, dass seiner Seele es sehr gut geht. Sie pariert, sie schwebt, sie blüht auf. Das heißt, in dem inneren Menschen Seelenzustand, er hatte eine gute Beziehung zum Herrn. Denn die Seele ist gesund, wenn sie Frieden hat mit Gott, wenn sie eine gute Beziehung hat zu anderen Menschen. Und das kommt aus der Beziehung zu Jesus Christus. Das heißt, dieser Gaius hat sehr viel Zeit verbracht mit Gott, mit seinem Wort. Er hat in seine Seele investiert. Ich gehe sehr oft in unserem Park spazieren gehen und beten. Und da treffe ich viele aus der Nachbarschaft, Menschen, die entweder joggen oder walking, also mit Stöcken gehen. Und es ist interessant, dass diese Menschen bereit sind, sehr viel für ihre Fitness, für den Körper zu investieren. Und so beim Vorbeigehen, man grüßt sich, dann fragt man, wie geht's, alles gut. Und dann frage ich gezielt, was tust du aber für deine Seele? Und die Menschen sind erstmal perplex, also was meinst du? Und dann denken sie, ja, ich mache auch etwas für meine Seele. Und dann meinen sie wahrscheinlich so, ich lese auch ein paar Bücher oder ich höre Musik. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine vielmehr die gesunde Seele, das ist der Zustand, der innere Mensch. Und da ist die Beziehung zu Gott. Wie viel Zeit verbringst du, um Frieden mit Gott zu haben? Um Frieden mit anderen Menschen zu haben? Wäre das für dich ein Kompliment, wenn ich sagen würde, ich wünsche dir Gesundheit und Erfolg, so wie es deiner Seele gut geht? Würdest du sagen, danke, das ist klasse? Oder wärst du eher betrübt, weil deine Seele schon längst am Vegetieren ist, so vor sich hinleben, vielleicht muss die wiederbelebt werden, weil da lange Zeit nichts mehr investiert wurde. Keine Beziehung zu Gott, keine Mühe, sich mit anderen irgendwie zu versöhnen und vielleicht muss deine Seele reanimiert werden. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du anfängst, neu in deine Seele zu investieren, so wie du in deinen Körper investierst. Viele Jugendliche, aber auch Ältere, gerade hier in der letzten Zeit, merke ich, wie viel sie auf die Ernährung, auf Sport achten, damit bloß der Körper gesund bleibt. Und dabei bleibt das Wichtigste, die Seele, auf der Strecke.
Vers 3 und 4. Denn ich habe mich sehr gefreut, als die Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit, wie du ja lebst in der Wahrheit. Und gemeint ist natürlich die Seele. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben, auch hier in die Seele investieren. Gott segne dich, dass du in die Seele viel mehr investierst als in deinen Körper. Und ich wünsche dir das von ganzem Herzen. Gott segne dich darin.